Vielleicht haben Sie schon das neue Plakat gesehen nach der Europawahl und jetzt mit dem beginnenden Bundestagswahlkampf, wo ich darauf hinweise auf meine Internetseite. Es ist abgebildet ein Violinschlüssel und eine Melodie und ein Hammer, Singhammer, mit dem Hinweis auf die Homepage. Ich denke, es lohnt sich, darauf hinzusehen. Und was ist gemeint damit? Es ist schlichtweg gemeint, die neuen Medien auch zu nutzen. Und es ist eine Botschaft damit verbunden. Und die Botschaft lautet: Neues und nachhaltiges Verbinden, Verknüpfen. Und dazu zählen natürlich die entscheidenden Themen, wie die Frage hier in München, zum Beispiel der Erdwärme, der Geothermie, die wir nutzen können in München, weil wir eine einmalige, günstige geologische Situation haben, ohne Geld an die Scheichs abzudrücken und ohne jedes Jahr im Januar, dann, wenn es am kältesten ist, darauf achten zu müssen, kommt jetzt die Gaslieferung aus Russland zur Ukraine oder nicht. Das ist aber nur ein Thema. Gemeint ist damit, dass wir auch als CSU, ich als CSU-Kandidat, die gemeinsamen Schnittmengen, die wir haben mit anderen Parteien, mit der FDP als unseren bevorzugten Koalitionspartner, aber auch mit den Grünen, nicht verleugnen wollen. Und das ist gemeint damit. Gemeint ist, lassen wir uns nicht verunsichern, lassen wir uns die Gemeinsamkeiten suchen, das Verbindende, das Verknüpfende, das Neue und das Nachhaltige. Und dazu gibt es gerade in München viele entscheidende Themen, die ich auch in den vergangenen Monaten angesprochen habe. Zum Beispiel die Freigabe des ehemaligen Truppenübungsplatzes der Nordheide, jetzt für den neuen Nordpark. Die Frage, wie gehen wir um mit einer Express-S-Bahn-Anbindung? Müssen wirklich die Schranken bis zu 55 Minuten in der Stunde geschlossen sein? Oder gibt es da andere Lösungen? Das sind nur zwei Beispiele, wo ich glaube, wo wir viele gemeinsame Schnittmengen haben, weit über eine Partei hinweg. Die will ich suchen und ich bin mir sicher, dass wir die auch gemeinsam finden werden.